Leute, was geht? Mein Name lautet Danny Burnitsch. Willkommen zu einem neuen Die Post ist da! Yay! Ich glaube, das ist schon Nummer 5 oder Nummer irgendwas. So, ich habe kurz die Gardinen ein bisschen aufgemacht und das ist übrigens mein Mittagessen, was ich nicht aufgegessen habe. Keine Ahnung wieso. Ich habe ein bisschen eilig, denn ich muss heute noch zum Fitness, denn ich gehe wieder ziemlich oft, aber ich habe so viele Pakete bekommen, dass mir die Mitarbeiterin bei der Post gesagt hat, dass ich täglich kommen muss. Ansonsten ist es zu voll. Und es war wirklich so voll, ich konnte kaum mehr tragen. Also, keine Ahnung. Gut, das erste, was ich aufmachen wollte, ist ein Karton. Und zwar ist das der hier. Den wollte ich unbedingt aufmachen, deswegen bin ich jetzt ultra gespannt, was da drin ist. Dein Ernst? Wow! Ich habe eine Boxershorts bekommen. Von Star Wars, die mir auf jeden Fall passt. Na, in dein Ernst? Ich habe eine PlayStation 2 bekommen. What the fuck? Ne, jetzt mal ehrlich, wieso? Eine alte PlayStation 2, also die werde ich mir mein Leben lang aufbewahren. Denn das ist jetzt ein guter Zusatz für meine Konsolenliste. Jetzt habe ich fast alle Konsolen, nur die ganz alten nicht. Wisst ihr was? Schickt mir doch gleich eine PS Vita dazu. Oh mein Gott, was haben wir hier? Ich werde so fett. Ohne Scheiß, so viel Snickers, allgemein Snickers, wie ich hier bekomme, ich kann einfach nicht abnehmen. Mein Ziel sind 10 oder 11% Körperfett. Ich bin gerade bei 14 und ich komme wegen euch nie dahin. Und das ist alles eure Schuld. Und noch ein Paket. Und ich weiß, die meisten sind Pakete. Und ich liebe Pakete. Eine CD vom Klo-Manager. Was ist das? Und zwar, ich habe am Anfang eine Mars-Packung bekommen. Aber da drin war eine Snickers-Eis-Packung. Das geschieht dir recht, Mars. Genauso werfe ich auch immer bei den Bundesjugendspielen. Yeah, noch eine Packung Snickers. Ja, yeah, Mann, geil. Ups. Jetzt habe ich den Brief ein bisschen zerrissen. Ach du heilige Scheiße, da ist noch kein Spiel drin. Pass auf das Spiel auf, das hat 90 Euro gekostet. Danke, aber ich habe Watch Dogs schon. Enthält 60 Minuten exklusives Gameplay. Das war die vorherige Edition. 60 Minuten konnte man damals mal zocken. Ja. Danke. Oh, es tut mir so leid. Ich werde den Brief zusammenkleben mit meiner Spucke. Guck mal. Das passiert, wenn man nicht aufpasst. So wie ich, Alter. Wenn man die Briefe zu schnell aufmacht. Ich habe übrigens noch ein Paket bekommen. Ich weiß zwar nicht, was das sein soll, aber irgendwie werden diese Pakete als Brief gezählt. Ich bin sowas von gespannt. Ich bin so... was von gespannt. Was ist das? Hey! What the fuck? Trink ich sofort. Oh, stinkt. Oh Gott, ich glaube, das ist Pisse. Hallo, Danny, meine Freunde und ich wollten die Ersten sein, die ein Snickers-Eis senden. Viele meinen ja, es würde schmelzen oder sowas. Wir haben einen Plan entwickelt, wie das nicht geschieht. Wir haben das Snickers-Eis einfach mit kaltem Wasser gefüllte Flasche gestopft, um es zu kühlen. So kannst du es trotzdem dein Eis genießen. Bitte sende die Flasche danach zurück mit einem Autogramm drauf. Gib mir meine Flasche zurück. Wir haben noch ein Bild gemalt. Bitte leck es ab. Ach du heilige Scheiße. Also ihr überrascht mich immer und immer wieder. Ich frage mich, wann das Geschenk kommt, was mich am meisten überrascht. Und ich habe mein eigenes Spiel. Und ich soll mal wieder was zurückschicken. Mein eigenes Spiel kostet 40 Euro. Ne, jetzt mal ehrlich, schaut euch das mal an. Ich bin ein Yu-Gi-Oh! Monster. Geil, Mann. Übrigens, das ist ein Bild, wo ich glaube, 16 war. Und dann noch eine zweite. Wow. Ich bin sogar einer der stärksten Yu-Gi-Oh!-Karten. Ich bin die stärkste der Welt. Geil, Mann. Und dann noch ein T-Shirt, wo anal, ich meine, real draufsteht. Das ist es. Geil, Mann. Ich freue mich schon auf die nächsten Einsendungen. In der Beschreibung steht mein Postfach und alles andere. Und eine SpongeBob-CD-ROM. Geil, Mann, dann weiß ich schon, was ich als nächstes Let's Playen soll. Mit CD sogar drin, ne? Das ist nie hier. Black Ops 2 für PS3. Ohne CD. Eine Lederpackung. Einfach nur grün.
Grün ist meine Lieblingsfarbe, vielen Dank. War schon immer mein größter Traum, eine Packung in Grün zu haben. Noch eine! Alter, ist heute Weihnachten? Ach du heilige Scheiße, was haben wir hier? Sag mal, wenn ich überhaupt noch jemals Spiele kaufen müssen? Ich glaube nicht mehr. Die Leute wollen immer, dass ich alles zurückschicke, obwohl ich eindeutig gesagt habe, dass ich nicht alles zurückschicken kann. Denn in jedem einzelnen Brief muss ich irgendwas zurückschicken. Oh yeah, was haben wir denn da? Drogen! Oder einfach nur Tic-Tacs? Oh, wie süß! Schau ich das mal an. Richtig kleine Tic-Tacs. Und davon mehrere, ist ja cool. Ein Duplo, die längste Praline der Welt. Und das ist ziemlich pervers. Oh, und ein Kaugummi. Allerdings würde ich das dann... Ich würde es trotzdem essen. Ohne Scheiß, wegen euch, ich werde niemals abnehmen. Ich bleibe für immer fett. Ich werde meinen Traum auf 11% Körperfett nie erfüllen. Mein Traum ist vorbei. Eine kleine Zeichnung mit einem Snickers. Also diese Briefe mit diesem Schutz hier drinnen, ne, die sind schon echt richtig geil. Da weiß man immer, da befindet sich etwas qualitativ Hochwertiges drinne. Ein Proteinriegel. Geil. Endlich. Meine Hoffnung auf 11% Körperfett wurden wieder erfüllt. Cookies and Cream. Doch nicht. Ziemlich weich. Ich weiß nicht, ob du reingepinkelt hast, aber ich will es trotzdem essen. Und dann noch ein T-Shirt. Wieder von Fenty Bros. Ach, ihr seid's wieder. Ja, guten Tag. Ja, ich war auf eurem Kanal und bin wieder gegangen. Und schon wieder ein Videospiel. Oh mein Gott, ich werde mir nie wieder Videospiele. Ah, das ist ein Film. Flight 93. Es geschah am 11. September. Ja, was das wohl ist, das wissen wir ja wohl alle. Und hier noch eine Handyhülle. Bist du sicher, dass es für das S4 ist? Und ja, das ist es sogar. Ich habe zwar schon eine Handyhülle für mein S4. Das ist so eine, die man so auf und zuklappen kann. Aber die passt leider nicht. Scheiße. Oh, ihr werdet mich umbringen. Ihr werdet mich sowas von umbringen. Noch mehr Snickers. Ohne Scheiß, immer wenn ich Pakete öffne, da befindet sich nur Snickers drin und Videospiele. Alles klar, das war's für heute mit der Post. Jeden einzelnen Brief werde ich mir natürlich noch durchlesen. Ich kann aber nicht alles öffnen, leider. Aber ihr könnt es ja vielleicht nochmal versuchen. Da ist noch ein Brief. Nee, oder? Call of Duty 4? Call of Duty 4 mit CD, aber leider kein Brief drin. Und die CD scheint auch ganz heile zu sein. Mal gucken, wie zerkratzt die ist. Nee, die ist total neu. Alles klar, dann mache ich gleich dazu Live-Commentary, wenn ich nach Hause komme vom Fitness. Zu Call of Duty 4. Wenn ich nicht gehackt werde, weil das voller Hacke ist. So, jetzt war es aber wirklich. Wenn ihr mir auch was einsenden wollt, beziehungsweise wenn euer Brief nicht geöffnet wurde oder ihr mir noch mehr einschicken wollt oder ihr noch nichts eingeschickt habt, dann könnt ihr es mir einschicken. In der Beschreibung ist mein Postfach und die Postleitzahl, also, und ne, einfach das eingeben, was da steht, einfach draufschreiben auf den Brief, und dann werde ich sie im nächsten Video öffnen. Wenn ihr andere Parts verpasst habt, ich habe noch mehr, die Post ist da gemacht, das ist, ich glaube, die 5. oder 4. Folge, eins von beiden, und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, bewerten, kommentieren, nicht vergessen mit einem Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, abonniere jetzt meinen Kanal, um in Zukunft nie wieder was zu verpassen, was auf meinem Kanal vor sich geht, und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Ciao, ciao!